In diesem Video möchten wir den Aufbau des Frank-Hertz-Versuchs nachvollziehen, für den die deutschen Physiker James Frank und Gustav Hertz im Jahre 1925 den Nobelpreis für Physik bekommen haben. In ihrem Versuch haben Frank und Hertz Eigenschaften von Atomen nachgewiesen, die sich nur mit quantenmechanischen Modellen erklären lassen. Da sie in ihrem Versuch Atome und Elektronen untersucht haben, und wir nachvollziehen wollen, was eigentlich das Besondere an diesem Experiment war oder an den Ergebnissen, schauen wir uns eine Situation an aus der makroskopischen Welt, damit wir eine Analogie haben, die man sich etwas leichter vorstellen kann, als das, was in dem Experiment passiert. So, wir haben hier drei Bereiche. Einmal hier, sagen wir, einen Behälter mit einer Senke hier, wo sich blaue Kugeln befinden. Dann geht es hier eine schiefe Ebene nach unten. Und hier haben wir eine schiefe Ebene, die hier hoch geht, sodass die Kugelchen von da nach da beschleunigt werden können. Von da nach da werden sie gebremst. So, diese Senke hier wird jetzt gewölbt und die Kugelchen können diesen Bereich verlassen. Manche davon schaffen es auch hier, die Ebene hier runter zu rollen, und wir werden sehen, dass fast für alle Kugelchen die kinetische Energie ausreicht, um hier das Ganze zu verlassen. Bis auf eine Kugel hier war es der Fall. Als nächstes verändern wir die Situation ein wenig und fügen kleine Hindernisse hinzu, die die Kugeln teilweise daran hindern, sich nach unten zu bewegen. Viele der Kugelchen treffen die Hindernisse nicht, manche aber schon, sodass verglichen mit der Situation davor weniger Kugeln hier diese Kante durchqueren können. Man kann sich leicht vorstellen, wie wir die Situation beeinflussen können. Je steiler dieser Bereich hier ist, also je größer der Unterschied zwischen Höhenunterschied zwischen dieser und dieser Kante ist, desto mehr Kugelchen erreichen hier diese hintere Kante, beziehungsweise wir können den Bremseffekt weiter verstärken, indem wir den Höhenunterschied zwischen dem und dem Punkt erhöhen. Man kann salopp sagen, je steiler es hier ist, also je größer die Höhe von da nach da ist, desto mehr Kugelchen kommen hier an. Wir haben jetzt die Analogie gesehen und jetzt soll es darum gehen, die Sachen auf das Experiment zu übertragen. Zuerst waren die blauen Kugelchen, die in dem Experiment Elektronen sind, in dieser Senke hier gebunden. Um die Kugelchen bereitzustellen, haben wir die Senke durch eine Wölbung ersetzt. In dem Experiment stellen wir die Elektronen zur Verfügung, indem wir den sogenannten kluelektrischen Effekt verwenden. Dazu schließen wir eine Wechselspannung an eine sogenannte Heizspannung, und die Elektronen bewegen sich in dem Leiter hin und her, gewinnen an kinetischen Energie. Und irgendwann haben sie genug Energie, um aus dem Material auszutreten. Und um den Leiter herum bildet sich eine Elektronenwolke. Der nächste Schritt in der Analogie war, dass die Kugelchen auf dieser schiefen Ebene hier nach unten beschleunigt wurden. In dem Experiment verwenden wir hier ein elektrisches Feld. Wir haben eine Elektrode, die wir hier Gitter nennen. Das schließen wir an dem Pluspol hier der Spannungsquelle UB, das ist jetzt die Beschleunigungsspannung, und den Teil der Schaltung, der dafür zuständig ist, die Elektronen bereitzustellen, schließen wir an den Minuspol. Dadurch werden die Elektronen hier abgestoßen, hier angezogen, und in diesem Bereich werden sie dann in dem elektrischen Feld dazwischen beschleunigt. Dieses Fall hier verdeutlicht, dass die Spannungsquelle regulierbar ist. Wir können einstellen, welche Spannung es ist. In der Analogie würde es bedeuten, wir hätten die Möglichkeit, die Neigung der Ebene oder den Höhenunterschied zwischen dem und dem Punkt
zu verändern, zu variieren. So, na, danach sollten die Kugelchen abgebremst werden. Das machen wir in dem Frankettversuch auch mit Hilfe eines elektrischen Feldes. Wir wollen abbremsen, also brauchen wir eine negativ geladene Elektrode. Da ist hier der Minuspol und gegenüber der Elektrode hier ist das Gitter dann positiv geladen. Deshalb die Gegenspannung hat den Pluspol an dem Gitter. In dem Bild hier unten kann man sehen, wie viele Kugelchen hier die Kante passiert haben. In der Welt der Elektronen ist es mit dem Beobachten etwas schwieriger, das kann man nicht direkt sehen. Deshalb messen wir, und zwar wenn die Elektronen es schaffen, hier an der Anode anzukommen, fließen sie hier weiter und wir messen hier einen elektrischen Strom. Deshalb bauen wir hier ein Amperemeter ein. So, damit sind wir schon fast fertig. Das Problem ist, dass uns gegebenenfalls hier die Luft dazwischen stört. Deshalb machen wir einen Glaskolben drumherum und pumpen die Luft daraus, sodass da drin ein Vakuum entsteht. Und wenn wir die Situation nachbauen wollen, dass wir hier noch Hindernisse haben, müssen wir Hindernisse hier anbauen. Und Frank und Herz hatten die Idee, dort Quecksilberdampf einzuführen. Also man hat in dem Kolben etwas Quecksilber, dann erhitzt man das Ganze, Quecksilber verdampft und die Quecksilberatome befinden sich dann relativ gleich verteilt in den Glaskolben. So, was haben Frank und Herz denn beobachtet? Wenn in dem Kolben kein Quecksilberdampf drin ist, hat man das, was man auch erwartet hätte. Je höher die Beschleunigungsspannung ist, desto höher ist die Stromstärke, die wir am Ende messen. Das entspricht auch unserer klassischen Vorstellung. Je steiler es am Anfang ist, desto mehr Kugelchen können dann am Ende hier den Bereich hochsteigen, weil sie ja deutlich mehr kinetische Energie haben. In dem zweiten Teil des Experiments, wo wir plötzlich den Quecksilberdampf drin hatten, passiert etwas Überraschendes, und das werden wir uns dann im Unterricht anschauen.